Ja, eine kleine Geschichte? Okay. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir. Das riecht. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Welcher Korridor? Ah, okay. Gut. Prima! Da kann ich nicht durch. Aber hier. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Jo, tu ich. Prima. So. Was jetzt? Hallo. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ah. Oh, und du? Ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Komm jetzt, schleim nicht. Faszinierend. Schleimer. Schleimer. Ey, das sieht... Das ist unglaublich. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Unglaublich, wie hammermäßig das aussieht. Hammer. Einfach der Hammer. Muss ich hier runter, oder was? Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Unten. Okay, das war der falsche, glaube ich. Ja, das war definitiv der falsche. Es lädt. Ich mag nicht, wenn es lädt. Erst recht, wenn die Stelle gerade so cool ist. Und ihre Kultur? Ja, Kultur. Kultur, mein Popo. Wo geht's weiter? Ich möchte wieder hinunterhüpfen. Genau hier. Perfekt. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Wie komme ich nach unten? Hier entlang hüpfen. So. Da drauf. Perfekt. So. Und wenn ich jetzt hier unten bin, kann ich da hoch. Genau. Super. Und hier kann ich hier durch. Factory. Fabrik. Dann gehen wir mal in die Fabrik hinein. Es lädt schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel ist gerade so spannend. Ich will nicht, dass es lädt. Die Flucht ist toll. Die Flucht ist toll. Oh, der Schweizer Akzent war großartig. Der war einfach nur... Boah, ich schmeiß mich weg. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Wieso nicht? Wieso nicht? Ach, ich interagiere mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Nö. Was ist denn da hinten? Da ist die Verbrennungsanlage. Wie komme ich da vorne hin? Irgendwo Portalmöglichkeiten. Hier, perfekt. Da lang, hier hoch, auf dieses Band. Und hier hinter nehme ich mal schwer an. Hüpf, 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 hüpf. Hey, du. Nicht schießen. Ich bin anders. Nein, du bist nicht anders. Du bist anders? Okay, ich nehme dich mit. Nur nichts nachtragen. Das ist gut. Du bist anders. Das freut mich, dass du anders bist. So, hier runter, glaube ich. Hier runter? Jo. Nein, mein Freund. Ja, leider war die Stimme zu leise, sonst hätte ich es vielleicht verstanden und übersetzen können. Sorry, Leute. Hier lang, okay. So. Testgelände zum Menschen abknallen. Penners. Da muss ich hinten dran jetzt. Na super, da muss ich jetzt vorbei. Jetzt ist es immer abwechselnd, einer der funktioniert und einer der nicht funktioniert, so wie es aussieht. Der funktioniert.
Aber wie komme ich da hinten jetzt raus? Da. Aha, okay. Das war knapp. Das war wirklich knapp. So, Dude. Weiter geht's auf dem Band. Boah, das ist so Hammer. Dieses Flair. Was war das gerade für ein Geräusch? Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage, Antwort. Oh Mann, ey. Werden die ganzen Roboter getestet. Ist doch cool. Ist doch echt Hammer. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Antwort. Mir nach. Das wird dir gefallen. Sind fast da. So, so. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Cool. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Von mir aus. Fertig. Gehackt. Ja, gut, so, hol den Tor raus. Wie geil. Krach, gehackt. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorrang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Aus Speicher. Das Fließband anhalten. Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Hallo. So könnte das klappen. Hey. Vorlage. Antwort. Hallo. Einsam gescannt. Eine Errungenschaft bekommen. Wow. Antwort. Errungenschaft. Denkst du noch nach oder was ist los? Vorlage. So. Antwort. Irgendwas hier? Irgendwas hier? Nö. Vorlage. Na schön. Antwort. Folgender Plan. Wir beide werden weiter. Hey, warte mal. Wo gehst du hin? Oh, hast du eine Idee? Na. No. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Antwort. Ohne Witz. Wo sind wir überhaupt hergekommen? Sind wir von da vorne hergekommen oder von da hinten? Antwort. Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was hältst du von der Idee? Nein. Ich könnte natürlich hier... Vorlage. Antwort. Vorlage. Error. Ah, perfekt. Vorlage. Ey, Errors. Ich mach euch Errors. Instant Stock Control Master. Vorlage. Antwort. Stock defective. Was muss ich hier machen? Ich versuche mal was. Ich gehe mal wieder zurück. Vielleicht gibt's irgendwas. Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Vorlage. Na schön, dann. Antwort. Tu, was du denkst. Komm aber gleich wieder. Vorlage. Ja, hier oben kann man sich ja auch irgendwas machen. Ich glaube, dass ich da drin gewartet habe, war sinnlos. Antwort. So. Wenn ich hier hinten lang gehe, kann man da hinten irgendwas machen. Antwort. Das Band müssen wir anhalten. So, so. Das heißt im Endeffekt... Bin ich dahinter irgendwie? Nö. Bin ich dahinter? Nö. Wenn ich da hochgehe, komme ich irgendwie da drauf? Antwort. Wahrscheinlich bin ich total blind und sehe es einfach nicht. Mann! Das ist die Verbrennungsanlage. Wie kriege ich das raus? Wir haben doch die Bildschirme gesehen. Hier irgendwas kaputt machen oder so. Moment, wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Ja, natürlich was anderes, aber... Ja, okay. Können wir einen Stuhl nehmen oder so? Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner und sehen, was passiert. Antwort. Fehlerhafter Turm? Wo ist dein fehlerhafter Turm? Vorlage. Ach, das war dieser, dieser andere, den ich da vorher gefunden habe. Hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Antwort. Da hatte ich doch, Turmen und bring ihn her. Wieso habe ich den nicht bis hierhin mitgenommen? Mann. Vorlage.
Mann. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückrennen zu dem einen, der mir gesagt hat, ich bin anders. Ach, hier fliegen die ständig weg. Okay, prima. Das ist natürlich ein Argument. Oh, okay. Vorlage. Antwort. So, der kommt weiter. Der hier ist nutzlos. Vorlage. Antwort. Meine. Ja, du kannst nichts sehen, aber das ist dein Problem. Ich stell dich einfach mal als Standard da rein. Hooray! Hüpp. Wir sind da nicht so viele fehlerhafte Exemplare, dass so viele aussortiert werden. Neue Vorlage akzeptiert. Hurra! Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Und die Viecher kommen durch. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Antwort. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Okay. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Okay. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nichts wird im Endeffekt. Hier lang? Ja, hier lang. So. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Kartoffelbatterien. Backpulvervulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Was ist das? Ein Kind. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Was zur Hölle? Riesiger Kartoffelbaum mutiert. Egal, weiter. Zur Nervengiftanlage. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. So. Oh, das ist cool. Weiter geht's. Aber hier... Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Okay, hier. Alter, das ist cool. Das ist einfach nur cool. So, die Tür ist offen. Ich sollte doch Bescheid sagen. Ladebildschirm. Immer bei diesen Doppeltürmen kommen Ladebildschirme. Mann. Aperture Laboratories. Mal wieder. Komm schon. Hier geht's weiter. Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Hopp. Danke sehr. Wenden wir, GLaDOS funkt uns da irgendwie dazwischen. Diesmal aber kein Ladebildschirm in der Doppeltür. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Autsch. Tja, da werden sie alle umgebracht, die richtigen. Die Tür ist verschlossen. Nein, nicht. Wer weiß, was die Taste... Ich habe die Tür geöffnet. Hurra! Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Also kann ich hier nicht durch. Computer identifizieren.